So, guten Morgen. Wir sind jetzt hier auf der Sukhumvit und fahren jetzt rechts Richtung Jomtien Beach an dem Tempel vorbei, ein Meditationszentrum. Und guck mal, was heute in Jomtien an der Beach Road so los ist. Anfang September. Bestes Wetter heute Morgen. In der Nacht hat es mal kräftig geregnet. Und wie man sieht, fast blauer Himmel. Wetter ist angenehm, also die Temperatur. Ich musste mal hier anhalten bei den schönen Blumen hier. In Gelb, einfach toll. Die sieht man ja überall und sieht auch richtig gut aus. So, dann fahren wir mal weiter. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich fahre aus Richtung Jomtien Beach, Second Road und dann zur Beach Road. Ich denke, der Wind wird ein bisschen pfeifen. Ich werde mal ein bisschen langsamer fahren. Ich habe schon mal überlegt, Motorrad-Videoaufnahme in Zeitlupe zu machen, aber ich glaube, das würde auch ziemlich langweilen. Ich denke, normale Geschwindigkeit reicht auch. So wie jetzt, nicht so schnell fahren. So, was gibt es denn alles hier Neues? Lang nicht mehr hier lang gefahren. Das kenne ich zum Beispiel nicht hier, das Restaurant rechts. Das hier ein Staub ist da vorne? Nee. Das typische Parken in zweiter Spur wahrscheinlich. Das kennen wir ja schon. Früher habe ich mich darüber aufgeregt, ehrlich gesagt. Heute nicht mehr, weil ich es verstehe. Hier gibt es einfach keine Parkplätze. Es ist nicht gut. Einfach nichts sagen und weiterfahren.
Copacabana. Oh Gott, da entsteht hier rechts ein riesengroßes, Komplex, Hotel, Resort. Mein Gott, ein riesen Klopper. So, dann werde ich mal gleich hier rechts in die Soll 5 fahren, an der Immigration vorbei. Mal sehen, wie voll es heute ist. Wie gesagt, Anfang September. Es ist morgens 9.30 Uhr so um den Dreh. 9.24 Uhr, um genau zu sein. Das sieht eigentlich relativ in Anführungsstrichen normal aus. Nicht voll. Kein Gedränge. Ja, wirklich, nicht voll. Ich denke mal, es gibt keine lange Wartezeit Anfang September 2024. Schöner Porsche Cayman hier, sieht da geil aus. In Schwarz, nee, Cayenne S. Überall, wo man hier hinguckt, es wird renoviert, neu eröffnet. 2, 3, 4, 5 Monate später kommt wieder ein anderer Laden rein. Manchmal hat man so den Eindruck, in Thailand gibt es in den Geschäften, Restaurants keine Beständigkeit. Aber ich glaube, das gibt es bei uns in Deutschland auch schon lange nicht mehr. So, jetzt sind wir hier an der Beach Road in Chomtien. Wie man sehen kann, sieht man nur die Baustelle. Übrigens hier vorne rechts bei 7-Eleven gibt es draußen einen Brotverkäufer. Verkauft frisches Brot und Brötchen. Wo war denn das jetzt? Hier links. Aber der hat zu. So, da werde ich mal rechts rüber fahren, damit man ein bisschen was sehen kann vom Strand. Also spazieren gehen werde ich heute nicht, das mache ich ein andermal. Viele Parkplätze frei. Das, was mir an Chomtien nicht gefällt, ist, hier parken die Busse, hier parken die Autos und dann ist gleich am Wasser. Man hat also den wunderbaren Duft von Diesel und die Geräusche der Fahrzeuge immer. Und wenn mal einer hier schnell fährt, dann auch. Warum fährt man nicht ein paar Meter weiter nach Ban Ampö oder Richtung Banglamong? Da ist man nicht direkt an der Straße. Das Meer ist schön ruhig, keine Wellen, fast jeder Liegestuhl ist frei. Ich würde mal sagen, fast alle. Einige haben gar nicht aufgemacht. Die werden wahrscheinlich nur am Wochenende aufmachen, wenn die Bangkoker hierher kommen. Oder vielleicht sogar erst im November, wenn die neue Saison beginnt. Also in rund 2 Monaten, Anfang September, Ende Oktober, Anfang November, Ende Oktober. Ich habe die Kamera extra auf Weitwinkel gemacht, damit man was sehen kann an den Seiten. Mal sehen, ob das klappt. Muss ich mal kurz anhalten, das prüfen. Hier ist zu hell. Ein bisschen weiterfahren.
Ja, jetzt habe ich ultra weit gemacht, damit man rechts und links was sehen kann. Eben war es leider nur normal. Schön Joggen in der Hitze, das macht Spaß. Heute wieder eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, ja. Ich denke mal 80%. So, ich wollte auch mal hier in die Seitenstraße fahren, genau. Mal ein bisschen hin und her fahren. Oh Gott, hier ist ja alles leer, Mensch. Russen, die brauchen keine Liegestühle, die nehmen ihre Handtücher mit und legen sich in die Sonne. Die wollen keine 40 Baht bezahlen oder 60 Baht pro Person. Ich wollte doch hier reinfahren, Mensch. Werde ich einfach mal umdrehen. Wir sind da in Thailand. Das war kein gutes Vorbild hier, was ich mache. Aber mir hat mal jemand gesagt, man muss sich hier in Thailand einfach anpassen. So, jetzt sind wir hier in einer Seitenstraße zwischen der Jomtien Beach und der Jomtien Second Road. Gibt es denn hier schöne kleine Bungalow-Anlagen oder Geschäfte? Ich denke mal beides. Ja, beides. Schön. In 2 Monaten sieht das hier schon wieder ganz anders aus. Alles voll. Belegt, voller Touristen aus aller Welt, auch aus Deutschland. Deshalb zeige ich euch das schon mal hier, was hier so los ist. Das ist zu verkaufen hier. Riesengrundstück. Sieht auch gut aus hier, oder? Schöne Häuschen. Direkt am Strand gelegen, ein paar hundert Meter zu gehen. Besser als diese Riesenhütten da hinten. Gibt es denn hier Schönes? BB Beach Resort, Jomtien. Leider wurde die Aufnahme automatisch beendet. Die kleine Insta 360 Go 3 ist zu heiß geworden und hat sich automatisch abgeschaltet. Ja, so ist das. Also nochmal danke fürs Angucken und da muss ich doch nächstes Mal wieder die Action, Osmo Action 4 oder 3 nehmen. Danke fürs Angucken und einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Thailand. Tschüss.